Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte, wenn auch vereinzelt vorhanden, Damen und Herren. Es ist immer ein bisschen schwierig, kurz vor der und nach der Mittagspause hier offensichtlich zu reden. Wir haben in letzter Zeit einiges gehört, was die Auswirkungen, Auswüchse der Nutztierhaltung anbelangt. Das sind einmal Dioxine in Futtermitteln, BSE, Einsatz verbotener Antibiotika, deutlich zu viele Antibiotika, Gammelfleisch oder auch Pferdefleisch in Hackbällchen. Doch das hat offensichtlich die Öffentlichkeit kaum geschreckt. Die Betroffenen, die Menschen, die verdorbenes oder belastetes Fleisch gegessen haben und daran erkrankt sind, werden kaum wahrgenommen. Ab und zu werden nach Gesetzesverstößen die Verantwortlichen verurteilt. Schnell sind die Skandale aber auch vergessen. Am System, am eigentlichen System der industriellen Fleischproduktion ändert die in der Verantwortung stehende Politik wenig. Was uns jedoch zu diesem Antrag bewegt, das ist zu Beginn dieses Jahres, das vermeldet wurde, es wurde eine neue Dimension erreicht. Erstmals haben Forscher des Bundesinstituts für Risikoforschung vom BfR in 3 Schweineställen und einem Geflügelstall multiresistente Keime nachgewiesen, gegen die selbst die sogenannten Reserveantibiotika nicht mehr helfen. Diese wichtigen Reserveantibiotika sind nur im humanmedizinischen Bereich nach strengster Indikation zugelassen. Diese multiresistenten Keime werden 4 MRGN-Keime genannt. Das sind multiresistente gramnegative Erreger mit Resistenzen gegen, also der Name 4 sagt es ja auch schon, gegen 4 Antibiotikaklassen. Das BfR warnt, Menschen könnten sich über Lebensmittel, die vom Tier gewonnen werden, oder über direkten Kontakt mit Tieren infizieren. Also dieser erste Punkt besagt auch schon, dass wir natürlich dem Punkt 1 von Seiten der Linken, dem Änderungsantrag, nicht zustimmen können, weil das der Hauptgrund unseres heutigen Antrages ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mögen einige Unbelehrbare die Fleischskandale und all die unerträglichen Nachrichten aus den Tierställen immer wieder als Einzelfälle abtun. Spätestens jetzt dürfte klar werden, mit welchen Dimensionen wir es bei der industriellen Tierhaltung zu tun haben. Es geht hier um entfesselte biologische Prozesse, die uns alle nach und nach auf den Leib rücken und unsere Gesellschaft, Gesundheit bedrohen. Es geht um Krankheitserreger, von denen wir alle, wie wir hier sitzen, betroffen werden können. Insofern möchte ich einfach noch mal erneut eine Lanze für jene Menschen brechen, die sich gegen eine Tierhaltungsindustrie zu Recht zur Wehr setzen. Diese Tierhaltungsindustrie bringt solche potenziellen gefährlichen Krankheitserreger hervor. Und diesen Menschen ideologische Verblendung vorzuwerfen, meine Damen und Herren, wie es gerne durch die Verteidiger der industriellen Tierhaltung getan wird, ist unerhört und missachtet aufs Gröbste die Sorgen und Nöte der Betroffenen. Wir wollen heute mit unserem Antrag eindringlich darauf hinweisen, welche Bedeutung die Tierhaltung für das Entstehen der multiresistenten Erreger besitzt. Diese Erreger kürze ich kurz mit MRE ab, um das verständlich zu machen. Gleichzeitig fordern wir ein, dass alle beteiligten Fachdisziplinen und nicht nur einzelne Ressorts in die Pflicht genommen werden. Wir wollen ressortübergreifend aktiv werden, hier endlich diese verhängnisvolle Zunahme vom MRE stoppen. Die Bekämpfung der MRE in der Landwirtschaft ist natürlich zunächst eine Aufgabe der Landwirtschaft, in diesem Fall der Nutztierhaltung selbst. Wir müssen den Gesundheitsstatus der Nutztiere verbessern und damit den Einsatz von Antibiotika senken. Und das geht aus unserer Sicht, das ist auch hier im Landtag weitgehend Konsens, in erster Linie über die Haltungsbedingungen inklusive einer entsprechenden Betreuung
durch entsprechendes Personal. Bezüglich der Senkung des Antibiotikas und eines Monitorings gab es ja bereits 2011 von Seiten der Regierungskoalition einen entsprechenden Antrag, den ich auch durchaus begrüße. Und von daher ist auch die Nummer 2 des Antrages, des Änderungsantrages der Linken entbehrlich an der Stelle. Hier sehen wir bezüglich der Antibiotikakontrolle, hier sehen Sie, sehr geehrte Damen und Herren der Regierungskoalition, wir sehen Sie maßgeblich in der Pflicht, sowohl im Land als auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in Berlin für Fortschritte bei den Nutztierhaltungsverordnungen zu sorgen. Denn Tierschutz ist Verfassungsrang und hat Verfassungsrang. Um allerdings die Entstehung und die Ausbreitungswege von MRE allfassend verstehen und unterbinden zu können, müssen wir die Reststoffentsorgung untersuchen. Denn auch über die Gülleausbringung gelangen die Erreger in die Umwelt. Dieses Problem gerät sowohl über die Tierhaltungsdebatte als auch mit Bezug zur Biogasproduktion und der Gärresteausbringung immer wieder in den Fokus der Forschung. Wissenschaftliche Untersuchungen, die wir in unserer Antragsbegründung zitieren, belegen, dass in Gebieten mit intensiver Gülleausbringung die Belastung der Bevölkerung mit MRE höher ist als anderswo. Diese erhöhte Belastung gilt es zu verhindern. Wenn es um den Austrag der MRE aus den Tierhaltungsanlagen geht, reden wir also über Gülle, aber auch über den Luftfahrt. Und zu diesen beiden Themen ist maßgeblich ein weiteres Ressort gefordert, der Emissionsschutz, der ja bekanntermaßen Aufgabe des Wirtschaftsministeriums ist. Wo sitzt unser Wirtschaftsminister? Herr Glawe, gerade nicht da. Multiresistente Erreger werden in Form von sogenannten Bioaerosolen, diesen Gemischen aus Luft und zahlreich mikroskopisch kleinen organischen und anorganischen Partikeln aus den Tierhaltungsanlagen ausgeweht bzw. über Lüftungsanlagen aktiv ausgetragen. Bis zu 100 Meter weit und auch weiter können diese Erreger nach bisherigen Erkenntnissen, die das Landesamt für Gesundheit und Soziales auch hier in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen hat, über diesen Weg ausgetragen werden. Dies ist nun eine sehr relevante Frage im Zusammenhang mit Siedlungsflächen und hier insbesondere mit Blick auf Einrichtungen des Gesundheitsdienstes. Wir brauchen die besten Filteranlagen, die den Austrag von MRE aus den Ställen reduzieren. Sie gelten inzwischen als beste verfügbare Technik, auch für Tierhaltungsanlagen, insbesondere im Bereich der Schweinemast. Doch war die Anwendung der besten verfügbaren Technik, kurz BVT, lange Jahre mehr oder weniger freiwillig. So wurde sie mit der Neuauflagung der EU-Richtlinie für Industrieemissionen endlich rechtsverbindlich. Eine flächendeckende Einführung dieser Filter in Deutschland verzögert sich jedoch, weil es innerhalb der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Emissionsschutz nicht gelingt, Expertise für die Erarbeitung von sogenannten BVT-Merkblättern für Filtertechnik im Bereich der Schwein- und Geflügelhaltung zu bündeln. Diese Merkblätter werden aber als Vorgabe für die Genehmigungsverfahren für Tierhaltungsanlagen dringend gebraucht. Mehrfach wurde dieser Missstand bereits der Umweltministerkonferenz vorgetragen, geändert hat sich aber nichts. Wir fordern die Landesregierung auf, insbesondere das Wirtschaftsministerium hier, den Emissionsschutz im Zusammenhang mit Tierhaltungsanlagen endlich ernst zu nehmen, entsprechende Expertise beizusteuern und die Verwendung von wirksamen Filteranlagen sowohl für die Schweine- als auch für die Geflügelhaltung aktiv voranzutreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, multiresistente Erreger, und das ist uns unter Punkt 1 unseres Antrages noch einmal ganz wichtig, entstehen vorrangig in der nicht artgerechten konventionellen und wahrscheinlich auch in der nicht artgerechten ökologischen Tierhaltung. Die Artgerechtigkeit der Nutztierhaltung scheint also ein ganz wesentliches Kriterium bei der Bekämpfung von MRE zu sein.
Es ist also fraglich, ob unsere Reduktionsstrategien für Antibiotika greifen, wenn wir nicht auch in der Tierhaltung die Systemfrage stellen. Wir brauchen eine Agrarwende. Reicht es aus, wenn wir mehr Personalhygiene fordern, wenn wir das Betriebsmanagement in den Ställen verbessern, wenn die Diagnose durch die Tierärzte präzisiert wird? Dies alles und noch viel mehr sind Schwachpunkte der Tierhaltung, die für hohe Antibiotikagaben verantwortlich gemacht werden. Wir glauben allerdings, dass es grundsätzliche Änderungen bei der Haltung von Nutztieren geben muss. In ökologisch und auch in konventionell artgerecht gehaltenen Tierbeständen, zu letzterem gehört zum Beispiel die Neulandbetriebshaltung, ist die Belastung mit MRE deutlich geringer oder gar nicht vorhanden. Demzufolge muss eine entscheidende Ursache für die Entstehung von multiresistenten Erregern die Größe des Tierbestandes sein, meine Damen und Herren. Auf weitere Punkte gehe ich später noch mal kurz ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss hier einfach noch mal betonen, es ist ein absolutes Novum, dass Anfang dieses Jahres das Bundesamt für Risikobewertung in Tierhaltungsbetrieben ein 4-MRGN-Keim nachgewiesen hat. Und da helfen, meine Damen und Herren, nur noch Reserveantibiotika. Da schallen bei mir nicht die Reserveantibiotika, sondern die Alarmglocken. Und ich kann nicht sagen, alles ist in Ordnung. Ich kann ja auch nicht sagen, wir machen einfach weiter so. Bei diesem Thema Antibiotika müssen wir auch mal in den Bereich Tiermedizin schauen. Im Bereich Tiermedizin ist deutlich, dass in den Tierhaltungsanlagen 40 Mal mehr Antibiotika verwandt wird als im Bereich der Humanmedizin. Hier wird Antibiotika inflationär verwandt. Wir haben dieses Jahr von Seiten Mecklenburg-Vorpommerns den Vorsitz der Konferenz der Verbraucherschutzminister. Und hier ist wichtig, dass wir auch eine entsprechende Transparenz bezüglich der Antibiotika und des Antibiotika-Monitorings herstellen. Das, was die Landesregierung selbst gefordert hat. Ich sehe aber diese Transparenz bis zum heutigen Tage nicht entsprechend, obwohl der Agrarausschuss das gefordert hat. Die PowerPoint-Präsentation, die Sie gerne haben wollten, haben Sie bis zum heutigen Tag nicht bekommen. Und die entsprechende Darstellung ist für die Bevölkerung in der Öffentlichkeit auch nicht zu sehen. Im April diesen Jahres kommt die Novellierung des deutschen Arzneimittelgesetzes auf uns zu. Ich bin gespannt, was das bringen wird. Leider werden die Rechte der Tierärzte behalten, dass sie die Medikamente verschreiben dürfen und gleichzeitig auch verkaufen dürfen. Das wird ein wesentlicher Grund sein, möglichst viele Medikamente zu verschreiben, nämlich damit auch kräftig Geld verdient wird. Das ist eine große Schwierigkeit. Und bei den Tierhaltungsanlagen, mit den Abluftanlagen, wir hatten darüber gesprochen, und Herr Krüger, Sie sind auch noch mal drauf eingegangen mit dem 100-Meter-Abstand oder mehr als 100 Meter, wenn dort Krankenhäuser sind und dort frisch operierte Leute sind oder auch kleine Kinder sind. Mir geht es um Leute, die sensibel sind, die ein empfindliches Immunsystem haben. Mir geht es nicht um Landwirte, die einfach gut im Leben stehen, die damit keine Probleme haben. Und unser eins, die haben auch keine Schwierigkeiten damit, aber frisch operierte. Also von daher bitte ich doch, diesem Antrag zuzustimmen und auch der Brisanz sich zu öffnen und das zu verstehen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Applaus